Grüß Gott und Grüß Göttin. Begrüße euch heute zu einem neuen Podcast. Und ich sitze auf meiner Terrasse. Es regnet. Und ich liebe dieses Geräusch und empfinde es als sehr angenehm und heilend. Deswegen ein guter Hintergrund. Heute würde ich euch gern Näheres über Arcturus erzählen, wo die Arcturianer herkommen, weil ich einfach glaube, dass es unsere Vorstellungskraft dahingehend öffnet, auch Gewisses auf der Erde voranzutreiben, neue Ideen zu verankern, Visionen zu kreieren, wie wir unser Miteinander verbessern können, ohne uns zu bekämpfen oder zu bekriegen. Die Arcturianer haben ja dahingehend zugestimmt, uns zu unterstützen und tun das auch schon sehr lange Zeit. Wir dürfen jedoch erkennen, dass wir alle im Universum in den vielen Galaxien miteinander verbunden sind. Und wir unterstützen dabei, inkarniert hier auf dieser Erde, die einzelnen Planeten bei diesem goldenen Aufstieg zu unterstützen. Ja, und auf Arcturus schwingen sie einfach in einer höheren Frequenz aus purer Liebe. Sie haben diese Trennung, die Spaltung von Gut und Böse überwunden und leben in der Einheit. Arcturus als Himmelskörper ist die Heimat der Arcturianer. Der Planet ist in unserem Sonnensystem und ist sehr riesig. Er wird auch der Stern des Lichtes genannt. Nebenbei erwähnt, die Erde wird als Stern der Freiheit genannt. Ja, wie gesagt, die Arcturianer leben nicht an der Oberfläche ihres Planeten, sondern im Inneren. Und so ist es auch bei den meisten Planeten. Auch im Inneren der Erde herrscht viel gemäßigteres Klima und angenehmere Bedingungen, um zu leben. Für viele ist es vielleicht schwer vorstellbar, doch in unseren Gedanken sind wir doch frei und können unser Bewusstsein öffnen. Es gibt auf Arcturus einen riesengroßen Kristall, der in der Mitte eines blauen Sees zu finden ist.
nennen wir es vielleicht eine Kraftquelle. Wie ein klarer Diamant. Und alle wichtigen Gebäude sind rund um diesen Kraftort gebaut, wo sich viele Menschen die meiste Zeit vom Tag befinden. Dieser Kristall verbindet zur göttlichen Quelle und wird immer genährt mit purer Liebe. Ja, es existiert auch Tag und Nacht. Doch die Arcturianer können sich aber entscheiden. Ob sie schlafen oder wach bleiben. Ihre Wohnstätten sind sehr neuartig und eher rund gebaut, angepasst an ihre Größe. Sie kreieren nur das, was sie benötigen. Und durch ihre Gedankenkraft und Vorstellungskraft können sie alles erschaffen. Es gibt nicht diese Einteilungen wie bei uns, mit einer Küche oder einem Badezimmer, da auch ihre Ernährung anders aussieht. Eher wie gepresste Vitamine und Mineralstoffe. Und auch in der Reinigung ihres Körpers gibt es Unterschiede. Da die Körperschwingung sehr hoch ist und dadurch können sich Fremdstoffe oder Schmutz nicht festsetzen. Und sie befinden sich im Prinzip in einer ständigen Selbstreinigung. Ähnlich auch wie bei uns das intermittierende Fasten. Indem wir nicht ständig Nahrung zu uns nehmen, kann sich der Körper viel besser reinigen und regenerieren, da ein gewisser Prozess eingeleitet wird und Hormone produziert werden, die dies vereinfachen. Was sie jedoch schon gerne tun, und da begleite ich ja auch meine Klienten gerne hin, sie legen sich in Lichtkammern, um sich speziellen Reinigungen zu vollziehen. Auch wenn sie viel unterwegs waren im Kosmos oder auf der Erde, wo die Energie nicht so hochschwingend ist. Es wird der Schaden betrachtet und Anhaftungen und Löcher wieder verschlossen. Ja, aber sie können auch in der Natur
sich wieder aufladen. Es stehen auch eine Art Glaspyramidenart, wo sie sich hineinsetzen. Um gebündelte Heilenergie zu empfangen. Und diese Kraftplätze haben sie auch dort angelegt, wo ihre Jüngsten sich viel aufhalten. Also in den Schulen, in den Regierungshäusern. Und auch ein wichtiger Punkt zur Fortbewegung: Nützen Sie Ihre eigenen Kräfte zur Manifestation. Sie können sofort an das Ziel, an das Sie möchten, durch Teleportation. Oder durch Fernwahrnehmung. Schauen Sie einen Blick nach Hause. Dadurch brauchen Sie auch überhaupt keine Verkehrsmittel mehr. Dadurch ist die Landschaft auch viel grüner mit Bäumen und Pflanzen. Es herrscht Stille. Und zwischendurch Tiergeräusche. Auch ihre Kommunikation findet über Gedankenübertragung statt. Und wie sieht die Regierung bei den Arcturianern aus? Also es treffen sich die ältesten Räte, eine Gruppe von den älteren Mitgliedern, die schon viele Erfahrungen gesammelt haben im Dienste für das Universum. Und sie unterstützen dabei für ihre Brüder und Schwestern, das Leben mitzugestalten und ihre Missionen anzutreten. Also sie arbeiten alle gemeinsam für das Wohl des Planeten. Und schauen auch, dass die Kinder die bestmögliche Entwicklungsmöglichkeit haben. Also kann man dorthin gehen mit jeglichen Anliegen, Wünschen oder persönlichen Problemen. Und es wird immer gern beraten. Auch wenn man kurz vor einer Berufsentscheidung steht, kann man die Hilfe in Anspruch nehmen und mit einer wissenden und weisen Wesenheit über seine Gedanken sprechen. Diese Räte übernehmen auch die Aufgaben von Lehrer, Therapeuten und Ärzten. Sie haben viele Inkarnationen hinter sich. Und sie können auch durch Hologramme Situationen in Art oder in Form von Filmen zeigen. Sogenannte Zeitreisen zu machen, um zu schauen,
was passiert, wenn wir im Ego verhaftet sind. Dass Kriege nie wieder entstehen. Also es ist wichtig, dass alle gemeinsam ein Mitspracherecht haben und Respekt und Achtung jedem entgegengebracht wird. Und so immer zum Wohle für alle gehandelt wird. Aber vielleicht interessiert euch noch, wie Kindergärten aussehen. Also auch dort gibt es so kleine Gruppen, wo sie gemeinsam lernen und spielen und Erfahrungen sammeln. Und es gibt auch noch Lehrer. Aber immer in der Freiheit, dass sich das Wesen entwickeln kann, genauso wie es dieses Wesen benötigt. Sie befinden sich sehr viel in der Natur, an Wasserstellen, an Quellen. Und sie schauen, dass immer eine hohe Schwingungsfrequenz vorhanden ist. Ja, und wenn sie dann älter werden, können sich dann entscheiden, welche Lebensmission sie antreten. Ob sie in die Forschung möchten, ob sie auf die Raumstation möchten. Und dann können sie eben Vorbereitungsstätten besuchen oder reisen auf die Erde und schauen, was hier abgeht. Auf der Erde zum Beispiel ist es ihr Ziel, dass die Menschen wieder ihr Herzchakra öffnen und dadurch ihre Energiekörper reinigen und sie so wieder dieses große Ziel verfolgen können. Für euch ist es auch wichtig zu wissen, dass ein Mensch, der eine hohe Lichtschwingung trägt, der erhöht ja auch ständig die Schwingung der Menschen in seiner Umgebung. Das bringt so große Kräfte in Gang und ermöglicht, dass wir als gesamtes Kollektiv uns weiterentwickeln und einen Bewusstseinssprung vollziehen. Also je mehr an sich arbeiten, desto größer wird dieses strahlende Netz und es wird beschleunigt. Und ich wünsche mir auch, dass sich viele Menschen auf diesen Prozess aktuell einlassen. Und wenn sie möchten, auch die Aktorianer um Unterstützung bitten. Und es bereitet mir auch große Freude bei dieser Initialzündung zu begleiten. Das Feuer, das Licht in sich wieder zu entfachen. Damit wir alle wieder in Frieden hier
auf dem Planeten der Freiheit, auf dem Stern der Freiheit, gemeinsam leben können. Und es ist wichtig zu verstehen, Freiheit beginnt in den Gedanken. Da sind wir frei. Das bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er möchte. Es gilt gleiches Recht für alle. Das ist Freiheit. Also wir können nicht jemandem was tun, was wir selbst nicht haben möchten. Es muss immer zum Wohle aller sein. Und dass wir auch lernen, uns gegenseitig zu unterstützen, damit jeder immer alles hat. Und ich kenne niemanden, der vom Geben und Helfen arm wurde. Oder sagen wir vielleicht vom Teilen, gefällt mir besser. Ja, und jetzt beginnt ja ein großer Teil der Menschheit, sich gezwungenermaßen mit dieser Lichtwerdung auseinanderzusetzen. Und ich freue mich auch, dass es für viele einfacher gehen darf, weil das Kollektiv immer stärker wird in dieses wahrhaftige Sein. Deswegen ist es auch nicht dienlich, irgendwelche Worst-Case-Szenarien zu haben. Fokussieren wir uns auf unsere wahrhaftige Zeitlinie. Und lasst uns Lichtspuren legen und Lichtfäden weben. Dort, wo wir uns befinden. Und zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment, wird diese Schwingung jemand wahrnehmen und dieses Licht in sich entfachen. Es liegt in jedem von uns. Und ich möchte dir hier und heute meinen Dank aussprechen. Du bist wichtig. So bitte ich jetzt die Aktorianer, deine Räumlichkeiten zu betreten. Und so du möchtest, einen Heilungsstrahl zu empfangen. Gnadenenergie. Möge jede Zelle deines Körpers gesund und vollkommen strahlen. Alles Liebe auf eurem Wege, Nayuka Mai. Grüß Gott und grüß Gott.